Okay, ihr habt heute eine Masse neuer Bands gesehen und ihr fragt euch, wie kann ich vielleicht mal reinschnuppern, dass ich nicht direkt von jedem eine CD oder eine ganze LP kaufen kann. Gibt es da einen Sampler, wo die alle drauf sind? Und den gibt's. Und den hat der Holger von Wild Weekend rausgebracht. Was ist das für ein Sampler? Genau, das ist ein Sampler. Da sind einige Songs drauf, 22 Songs drauf, 21 unveröffentlicht. Hier seht ihr die Songs. Ein super cooles Cover, wie ihr seht, im Action-Movie-Style. Passen sie im Sampler. Wer hat das gemacht? Das hat der Carsten aus Hotter, Carsten Hotter aus Bonn gemacht. Slimball von den Hotballs. Mit dem Last Bullet Blues als letzten Stück. Der heißt natürlich Stride into the Action. Und da könnt ihr euch den Sampler mit nach Hause holen, habt die Action immer im Wohnzimmer hängen. Und du hast 5 Stück spendiert hier für die Wawa-Zuschauer? Natürlich, so bin ich halt. Junge, da können wir ja nichts gegen machen, die verlosen wir. Die Adresse kriegt ihr gleich eingeblendet. Natürlich, und haltet Ausschau nach meinen neuen Veröffentlichungen. Einmal die Nimrods, eine sehr coole Single, eine Newcomer-Band aus Deutschland. Was machen die? Die machen Lo-Fi-Punk-Rock, 3 Akkorde und nicht mehr, und das reicht auch völlig aus. Das stimmt, und das war ein gutes Schlusswort. Ja, Leute, wie ihr seht, die Jungs sind gerade ziemlich busy. Deswegen muss ich jetzt hier die nächste Ansage machen. Als nächstes seht ihr die Dogfood 5, auch gute Bekannte von uns. Und was soll ich sagen über diese Band? Die sind hervorragend, machen eigentlich Rhythm and Blues. Andere Leute nennen das Punkrock. Sie sind noch besser angezogen als wir. Und ich würde sagen, los geht's. Zuschauer, das war's jetzt schon. Ihr habt eine große Sendung gesehen, voller Hits und mit vielen Bands, die wir lieben, aus unserer Stadt Rock City Solingen und aber auch aus Rock City Bonn und Rock City Köln. Naja, musste man wohl auch erwähnen. Unser Leben ist hart, gleichzeitig Autos schrauben, Rennen fahren, Rockband haben. Das geht nicht so ohne alles, aber wir schaffen's irgendwie, Jungs. Naja, zum Abschluss jetzt noch ein Videoclip von einer der besten Bands aller Zeiten, von den Saints aus Australien, und zwar deren großen Hit I'm Stranded. Far from home.
Ihr wisst auch nicht, was ihr den ganzen Tag tun sollt? PlayStation spielen wäre angemessen. Und wo könnt ihr sie gewinnen? Bei Barber. Okay, ist wieder Jens Bumper und wir sind wieder in Rock'n'Roll City Solingen. Und was sich hinter diesem Zeichen auf dem Briefkasten verbirgt, das erfahren wir gleich, wenn wir hier klingeln. Okay, die Tür geht auf. Hi Lutz. Hi Sugar. Die Jungs, die kenne ich schon von ihrer obercoolen Band und meinen Freunden den Cheeks. Aber gleichzeitig, Lutz, du arbeitest hier. Was machst du hier? Ich habe hier meinen Schallplattenversand, Soundfeld Mail Order, der die ganzen Scheiben verkauft, Punkrock, Garage Punk, 60s, was auch immer man braucht, wenn man in Solingen wohnt. Und nicht nur in Solingen, ist ja eine Mailorder, aber in Solingen, da brauchen wir keinen Plattenladen, denn wir haben Soundflat und der ist gut ausgestattet. Okay, Jungs, ich schlage vor, wir schauen jetzt erstmal rein in The Cheeks, live im Underground. Heißer Gig. Erzähl doch mal kurz so.